Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Marialach. Wir alle kennen sie doch, die Staatsmänner, die Männer dieser Welt, die großen Politiker, die von Visionen schwafeln, aber dabei nur ihre eigene Selbstverwirklichung im Blick haben, auf Kosten eines Volkes, eines Landes oder sogar der ganzen Welt. Auch in der Heiligen Schrift wird von Visionen gesprochen, doch diese Visionen haben immer eine Grundlage. Es ist der Glaube, es ist die Erfüllung durch den Herrn selbst. Wie es bei Jesaja einmal heißt, man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Wenn mein Leben, meine Ideen, meine Visionen im ganz Kleinen erfüllt sind vom Herrn, wenn ich sie mit ihm besprochen habe, wenn ich sie von ihm geschenkt bekommen habe und mit ihm zur Erfüllung bringe, dann werden sie auch Frucht bringen. Und dann brauchen sie auch nicht die ganze Welt umfassen. Es reicht eine kleine Vision für mein Leben, für meinen Alltag, für die, die ich liebe. Wenn sie erfüllt ist vom Herrn, mit ihm abgesprochen, von ihm durchflutet, dann wird sie gut werden, womöglich für viele Menschen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du willst nicht, dass wir große Visionäre sind. Du willst, dass wir erfüllt sind von dir. Und was dann kommt, was dann von uns ausgeht, wenn du in uns wirkst, das ist dann visionär. Führe uns heute durch diese Nacht und lass uns morgen mit deinem Wort erwachen, das uns eine Vision gibt und eine Richtung für unser Leben, damit wir verwirklichen können, was du uns ins Herz legst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.